Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wie ihr hier schon sehen könnt, wir zocken wieder LSPDFA. Und zwar sehen wir hier einmal auf der linken Seite den Audi A4 der Polizei NRW und einmal den Audi A6 der Polizei NRW. Den Audi A4 habe ich ja schon in einer letzten Folge gezeigt. Heute ist der Audi A6 dran. Ich denke mal, in der nächsten Folge kommt dann wieder der A4 dran. Mir ist gerade aufgefallen, dass sie beide das gleiche Nummernschild haben. Wird natürlich bei der Veröffentlichung bald nicht mehr so sein. Denn den A6 und den A4 gibt es bald auch auf gta5-mods.com. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung, da ist der Link zu meinem Account auf 5mods. Schaut auch gerne mal bei meinem Discord vorbei, um Vorabversionen zu sehen in Screens und was weiß ich. Also Link ist auch in der Videobeschreibung und da hat einer gerade einen Platten. Gut, es schneit hier noch ein bisschen. Ich hoffe natürlich, ihr hattet frohe Weihnachten. Und ja, das nächste Event steht schon vor der Tür und zwar Silvester. Ja, wie gesagt, wir sind heute mit dem A6 unterwegs. Schreibt gerne mal in die Kommentare oder macht mal eine Abstimmung, welchen ihr besser findet, den A6 oder den A4. Schreibt es gerne in die Kommentare und dann würde ich sagen, geht's jetzt los nach dem Intro. Viel Spaß! Wir haben auch schon unseren ersten Einsatz und zwar wurde hier ein Ladendiebstahl gemeldet. Da fahren wir natürlich sofort hin und hier soll das Ganze auch schon sein. Wir machen mal das Blaulicht aus, brauchen wir jetzt nicht. So. Haben sie ein Problem oder so? Gehen sie mal weg hier. So. Gut, wir sollen mal nach hinten gehen, dann machen wir das doch auch. So. Hallo, Officer. Schön, dass Sie da sind. Ja, die Person hat anscheinend versucht, ein paar Sachen zu klauen. Aha, er kennt die Person also nicht. Ja. Okay, jetzt beleidigt er erstmal. Ja. Warum hat der Laden hier Security, fragt er sich, okay. Ja, komm. Sie sind verhaftet. So. So schnell geht das, ne? Zack, so. Dann nehmen wir den mal. Okay, anscheinend stimmt etwas mit seinen Augen nicht. Das klären wir mal draußen. Vor der Tür, ne? Vor allen Leuten hier. So. Dann lassen wir den mal. Kurz. So, dann würde ich sagen, machen wir doch einfach mal einen Alkoholtest, ne? Bevor sie hier einen Transporter bekommen. So. Gut, 0,2 Promille ist zu viel. Drogentest machen wir dann auch nochmal. So, wie sieht's aus? Alles negativ, na wenigstens etwas. Gut, dann würde ich sagen, darf der sich hinsetzen. Und dann bekommt er einen schönen Transporter von uns. Oder auch nicht. So. Jetzt bekommt er Transporter.
So. Ich wünsche Ihnen dann noch einen schönen Tag, ne? Mit unserem schicken Audi hier dürfen Sie nicht fahren, weil das haben Sie nicht verdient. Der T6 ist auch nicht schlecht, aber der Audi ist geiler. So. Kollegen, hier sind wir. Kollegen. Einfach die Sirene anlassen, okay. Ja, Frau am Steuer, ne, was will man machen? So. Ja. So. Gut. Der Einsatz ist beendet und dann können wir auch schon weitermachen. Wir haben gerade unseren nächsten Einsatz heimbekommen und zwar wieder wurde ein Diebstahl gemeldet. Aber dieses Mal soll der Raub noch im Gange sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Und hier soll das Ganze auch schon sein. Hier links auf der Ecke. Der Binko soll ausgeraubt werden und jetzt stürzt hier alles ab. Geil. SPDFA ist gleich doppelt gecrashed. Hier sind ein paar Leute. Auch wenn LSPDFA gecrashed ist. Wieso kann ich denn jetzt hier nicht rein, Mensch? Versuch den irgendwie so zu erschießen. Scheiße. Von wo werde ich denn jetzt hier attackiert? Hä? Gut. Load Plugin LSPDFA. So. Und Force Duty. Zack, so schnell geht das, ne? So. Huch, wo ist er denn jetzt hin? Da liegt er. Okay, der Ladenbesitzer hat es leider nicht geschafft. Dann müssen wir mal Corona rufen. Dann würde ich sagen, wo ist denn jetzt das Menü hin? Naja, er hier hat überlebt, das ist schon mal gut. Ein bisschen chaotisch der Einsatz hier. Da sind die Corona. Hey, hallo, falsche Richtung. Meine Güte, nee. Na gut. Ich finde den A6 richtig schick. Muss ich ja mal sagen. Ich kenne da jemanden, der findet den auch ganz schick. Tony God heißt der. Macht auch... Ja, komm, halt's mal. Der macht auch YouTube. Schaut gerne mal bei dem vorbei. Ich habe ihn die Version zum Testen geschickt. Schaut gerne mal auf seinem Kanal vorbei. Der Link ist auch in der Videobeschreibung. Wie gesagt, der macht auch LSPFA-Videos. Falls ihr den A6 oder den A4 sehen wollt, ne, dann schaut da gerne mal vorbei. So. Gut, ja. Warum die Life is like a toilet paper, alles klar. So, wir berechnen unseren Audi ein und dann können wir auch schon weitermachen mit unserer Aufträge. Wir haben auch schon unseren nächsten Einsatz und zwar eine Geiselnahme auf der Autobahn. Ich würde sagen, wir nehmen mal die Abkürzung. Da sehen wir auch schon die Geisel und die Person mit einer Waffe. Ich würde sagen, wir bleiben hier mal stehen und dann schließen wir mal die Straßen, bitte. Sie kommen hier garantiert nicht mehr weiter, denn hier ist eine Geisel. So. Nee, stopp. So. Hier auch noch eine hin, weil ich kenne die KI. Die wird sich hier durchdrängen. So.
Der Herr, nehmen Sie, nee, die Dame, nehmen Sie die Waffe runter. Waffe runter. Ganz ruhig. Wir kommen ganz langsam zu Ihnen. Waffe runter. Waffe runter. What the fuck? Was ist denn jetzt hier los? Ach du Scheiße. Ich brauche hier dringend Unterstützung. Ich brauche Unterstützung. Oh. Habe ich hier einen Panikbutton? Panikbutton. Wo kommen die denn jetzt her? Sind das Komplizen oder was? Was soll der Scheiß? Da kommen die Kollegen im T6 und im Octavia. So. Eine Person scheint noch flüchtig zu sein. Oder? Ist hier noch irgendwo eine Person? Nee, ich sehe keine. Ja, gut. Die Straße bleibt jetzt erstmal noch gesperrt. Und der quetscht sich echt dadurch. Das ist unglaublich, ehrlich. So, weg mit dir. So. Dann würde ich sagen, untersuchen wir mal die Leiche. Ob wir irgendwas Verdächtiges finden. Okay. Eine Packung Marihuana. Eine ganz normale Kamera. Ein Taschenmesser. Und PCP. Was ist das denn? Ist auf jeden Fall rot markiert. Okay. Nicht gut. Jim Caps heißt der junge Herr. So, dann nehmen wir mal die Leiche. Und packen die mal hier an den Rand. So. Damit die auch nicht im Weg ist, ne? So. Gut, dann CPR. Was ist denn CPR? Okay, Wiederbelebung. Wir versuchen die Person jetzt wieder zu beleben hier. Das Menü ist übrigens neu, habe ich neu installiert, deswegen, falls ich mich noch nicht so damit auskenne, sorry, ne? So, Wiederbelebung erfolgt. Okay, der Typ hat überlebt. Krass. Wir holen Unterstützung dazu. Alles klar bei Ihnen? Sie wurden angeschossen von mir. Ja, da staunen Sie, was? So. Sie sind festgenommen. Bitte einmal umdrehen. So. Gut, für Sie kommt dann einmal ein Transport, würde ich sagen, ja? So. Hier ist auch noch eine Leiche. Meine Güte, nur Leichen, ehrlich. So, dann durchsuchen wir erstmal die Leiche. Den werde ich jetzt nicht mehr wiederbeleben, weil der wird schon tot sein. Der sieht schon so kalt aus. So, was haben wir gefunden? Nur Zigaretten und ein Telefon, gut. Ja. Hat keine Erlaubnis, eine Waffe zu tragen. Interessant.
Dann nehmen wir mal die Leiche und ziehen die hier an den Rand. So. Und dann können einmal die Gerichtsmediziner anrücken. So. Da kommen die Gerichtsmediziner. Ich würde sagen, die Straße kann dann wieder geöffnet werden. Die Gerichtsmediziner sollten schnell fertig werden. Dann steigen wir mal schnell wieder in unseren schicken A6 aus NRW. Und dann würde ich sagen, warten wir auf unseren nächsten Einsatz. Tja, mit dem letzten Einsatz wurde es leider nichts mehr, denn GTA ist gecrashed. Ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Lasst gerne ein Abo und ein Like da und die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Bis zur nächsten Folge. Ciao.